Denn er bekommt ein ganz, ganz besonderes Geschenk, was für viele Abenteuer und Verwicklungen sorgt. Die Kinder haben jetzt das ganze Schuljahr geübt und ich wünsche ihnen einfach nur viel Spaß mit Ritter Horst hat Geburtstag. Schrotttorte ist dein Lieblingskuchen. So wie bei meiner Mama schmeckt deiner ohnehin nicht. Das ist gemein. Ich habe ein Geschenk für dich. Was ist denn das? Was Selbstgebasteltes. Was Selbstgebasteltes? Wo ich doch viel lieber was Teures Gekauftes bekommen hätte. Pack's doch mal aus. Und was soll das sein? Eine Zeitmaschine, eher gesagt eine Zeittaxi-Rufmaschine. Das funktioniert doch nie im Leben. Einfach den Hebel umlegen und auf den Knopf drücken. Welchen Hebel? Den da? Hallo, ich bin EMC-Quadrat, der Zeittaxi-Chauffeur. Ob Zukunft? Oder Vergangenheit. Ich fahre euch hin. Hä? Das müssen Sie genauer erklären, Herr Wie-Quadrat? EMC-Quadrat, bitteschön.
Ah ja, und was ist bitte ein Zeittaxi? Ein Taxi, mit dem man durch die Zeit reisen kann. Sie meinen die Zukunft? Korrekt. Wollen Sie die Lottozahlen von nächster Woche wissen? Kein Problem. Und in die Vergangenheit? Kinderspiel. Das funktioniert ja tatsächlich. Was hab ich doch gesagt. Also, wenn man damit in die Vergangenheit reisen kann, möchte ich natürlich in meine gute alte Kinderzeit zurück. Mit dem größten, als alles noch viel besser war. Mit dem größten Vergnügen. Und dann mit zu meiner Urgroßmutter Lilly. Geht klar. Und danach zu meinen. Und danach in meine. Und ich will ihn danach. In die Vergangenheit mich mit meinem Opa besuchen. Aber zuerst bin ich dran. Immerhin habe ich heute Geburtstag. Mein Glückwunsch. Aber jetzt bitte einsteigen, es geht los. Steig ein für eine Reise durch die Zeit. Steig ein durch Zukunft und Vergangenheit. Steig ein. Ach, vor 1000 Jahren, wir werden's gleich erfahren. Auf unserer tollen Reise durch die Zeit. Erst muss ich 20 Kurfallen aus der Höhle eines Drachens befreien, da durfte ich das hier noch in den Zoo bringen. Und statt an einer Mittagspause bin ich von Robert überfahren worden, war vom Pferd gefahren und konnte nach Hause laufen. Mir reicht es, ich schaue es mal für einen Augenblick hin. Tu das, mein Lieber, er kann eine Schulleitung, wie er Tag ein, Tag aus abrackert, damit wir hier unseren Ausgang haben. Aber ich hab's auch nicht leicht, ich muss die Burg selber machen und Schrott wagen. Und mich und unser Sohn kümmern. Wo steckt er eigentlich? Rösti! In der Vergangenheit? Korrekt, wir sind in der Kindheit des Ritter Rost. Alles ist wie früher und es riecht sogar wie früher. Guck mal, da vorne steht Feuerschuhe, mein heißgeliebtes Ross, als Steckenpferd. Wenn ihr mich braucht, einfach wieder die Zeittaxi, die Rufmaschine betätigt.
denn mit dem los? Ich bin ja so klein. Los, wir wollen in ein super tiefes Loch. Bloß nicht. Dann spielen wir eben Cowboy und Indianer. Komm, Bö, wo bleibst du denn? Wir bauen ein Baumhaus und gehen dann baden. Siehst du, früher war alles viel besser. Grüß dich, mein Ritterchen, wo bist du? Ah, da bist du ja. Mama, guck mal, ich buddel gleich ein super tiefes Loch. Von dieser Seite der Welt und auf der anderen Seite der Welt wieder heraus. Sehr schön, mein Kleiner. Aber was ist denn das? Hast du wieder bei Mama? Es muss sein. Komm her, mein Kleiner. Ich bin nicht klein. Ich bin viel größer als du. Und der Papa. Und alle in der Welt. Ja, ja. So, und jetzt geht's ins Feierbällchen. Nein! Doch, mein Schatz. Ist schon spät. Ich will aber nur nicht schlafen. Was ist denn hier los? Habe ich dir schon tausendmal gesagt, dass du leise sein sollst, wenn du hochspielst? Will aber noch nicht ins Bett. Und diese Kinder nichts als Lärmen, Dreck und Heulerei. Ja. Wer macht am allermeisten Krach? Die Kinder! Wer steckt am ständig auf das Dach? Die Kinder! Wer ist das wohl, der dauernd schmutzt? Wer hat die Zähne nicht geputzt? Macht das Torwart schon und nimmt das Ganze immer nur kaputt. Oh, diese Kinder, hoffentlich seid die Erfinder. Wer ließ mich tötet damals wach? Wer rockt mich ständig meinen Schlaf? Wer hat die Hose dauernd voll? Du weißt, was er machen soll. Wer wirft die Fensterscheiben an und nimmt es einfach allein, allein. Oh, diese Kinder. Seine Sachen weg. Wer liegt sich immer nur im Dreck? Wer macht die Nacht zum hellen Tag? Wer ist der Nagel für mein Sack? Wer ist verschlagen und gemein? Wer kostet Geld und bestimmt nix ein, nix ein? Oh, diese Kinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Jetzt lassen Sie doch mal das Kind in Ruhe. Schließlich hat es heute Geburtstag. Huch, wer ist denn das? Ich bin das Burgfräulein Bö. Und das ist Koks, der Drache. Ein Drache? Wir sind Freunde von dem da. Davon weiß ich ja gar nichts. Ein Drache auf meiner Burg, das wird ja immer schöner. Na warte, ich will meine Lanze, welche schon kriegen. Ich will aber, dass Papa mich lieb hat. Er hat dich ja lieb, nur in der letzten Zeit ist er ein bisschen überarbeitet. Gleich kommt er wieder und dann wird's gefährlich. Darf ich vorher spucken? Nein, ich rufe jetzt das Zeittaxi und dann gehen wir weg. Huh, was ist denn das für ein neumodisches? Na, gibt's Ärger? Das kann man wohl sagen. Wo ist der Feuerdrache? Ich will aber noch nicht ins Bett. Jetzt hör doch mal mit dem Geplärre auf. Darf ich Feuer spucken? Ruhe jetzt! Komm sofort zurück! Hörst du? Fahr nicht so weit weg, Rösti, und mach dich nicht schmutzig. Na, und wohin jetzt? Vielleicht auch in deiner Jugend? Nein.
Nein, jetzt lieber zu meiner Urgroßmutter Lilly. Na was? War früher doch nicht alles so schön? Ich hatte es jedenfalls anders in Erinnerung. Ist normal. Ja. Weißt du noch, als ich ganz klein war, Papa? Ja. Zum Weihnachtsfest. Ich bin lieber der
Land und voll her. Das fette Bild Lilly, es weiß genau Bescheid. Es deckt sich alles klar und traut so gleich so wahr. Das ist die wilde Lilly, das schießt mich so im Wald. Die tolle Dame Lilly, wir machen uns halt total. Die Lilly schießt am besten den ganzen wilden Westen. Zwar ist die rote Lilli, für mich alleine gilt. Dann hilft mir der Billy, der kriegt nur einen Schluck Kakao mit Milch. Mein Revolver und ballert ist herum. Der Billy ist schon ganz blau von seinem Schluck Kakao. Das ist die wilde Lilli, er schießt Pistolen bei. Ihr folgt der arme Billy, wir machen uns selber frei. Die Lilli schießt am besten den ganzen wilden Westen. Die Frage ist, wie alt ist, wenn ich mit dir zählen hält. Wir zeigen alle Flaschen, der Spiegel von Salut. Lilly sagt so, Billy, ich glaub, hier gibt's für uns nichts mehr zu tun. Die beiden halten kein Zeit, die Nacht ist eines Abendbrot. Von Billy mit Gewehr, der Windschreck hinterher. Das ist die wilde Lilly, das schießt Pistolenfeil. Hier kommt der arme Billy. Am besten, den ganzen wilden Westen. Die kleine Arme, die lieb an der Zeit, die Schritte sind verkauft. Hey, wo bleibt jetzt meine Milch? Vergiss deine Milchpüppchen, hier gibt's nur hartes Zeug. Ein Kakao für Billy den Bus und für mich ein Tropf Wasser mitgenommen. Hier gibt es nur Whisky. Whisky? Wie bitte? Ein richtiges Fell besäuft sich mit Wasser und ich bin eins. Also her damit, sonst äpple ich euch eine. Und ich hätte gerne einen Kakao. Gar nichts kriegt ihr. Der Pferd geht jetzt sofort nach draußen und findet sich fest, wie es sich gehört. Hey, wenn mein Pferd Wasser will, dann kriegt es auch Wasser. Und Billy kriegt seinen Kakao. Kapiert? Das wäre ja noch schöner, wenn uns eine Frau sagt, was zu geschehen ist. Pass mal auf, Püppchen, ich werde dir ordentlich Feuer unter den Hintern machen. Vorsicht, Lilly. Feuerspucken ist wohl dran. Drachensache, verlassen ruhig mir den Knallfrosch. Ich werde dich kalt machen, wie Erdbeereis. Und ich werde dich grillen wie eine Tomate mit Lavafüllung. Und ich denke, du knaller Mann, wir kennen uns da richtig um.
gucken. War, er hat mir meine Kirchenstrahle vertragen. Und sowas vor Darm. Noch einer? Nix wie weg hier! Jetzt will ich weg haben! Das war ja ein Kunstschuss, das haben wir gemacht. Ganz einfach. Ich glaube nicht zu deinem Pferd, wenn ich nicht selbst eins wäre. Ein Achtung, Kollege. Ich glaube, der ist mal, der dich kennenlernen möchte. Hallo, ich bin deine Ur-Ur-Urenkel Bö. Das sieht man. Wie kommt ihr ja eigentlich hierher? Wir sind auf einer Zeitreise. Zeitreise? Wie geht denn sowas? Also, zuerst musst du eine Zeittaxi-Rufmaschine bauen und dann betätigst du einfach den Hebel. Und dann habe ich die Wolken einfach nur angeguckt, bis sie sich in Luft aufgelöst haben. Plötzlich war schönstes Wetter. Ehrlich, das hast du gemacht? Na klar, glaubst du, ich erzähle dir irgendwelche Märchen? Soll ich dir mal erzählen, wie ich den Feuerdrachen kurz angefangen habe? Denn die Hose hat er sich gemacht vor Angst. Wie geht das eigentlich mit den Feuerspucken? Ganz einfach. Hier sammeln, ziehen dann raus damit. Geben. Hör mal, ich finde das einfach grandios, dass ihr mich hier aufgestöbert habt. Und deswegen werden wir jetzt mal anstoßen. Die Tassen auf uns und unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Auf die Zukunft. Und auf die Vergangenheit. Und auf meine Eltern, trotz allem. Das Leben unter diesen Cowboys ist manchmal ganz schön anstrengend. Alles muss man besser machen als sie, sonst behandeln sie dich wie den letzten Dreck. Die Ritter aus meiner Zeit sind auch nicht viel besser. Das hat doch alles eindeutig seine Richtigkeit so. Genau, denn der Mann ist naturgemäß stärker und klüger als die Frau. Hauptsache, man widerspricht dir nicht. Dann tun sie, was man will. Sehe ich auch so. Ich wollte eigentlich, wenn wir alle zu Gebote stehen und Unterwürfigkeit darauf hinweisen. Das ist ja doch spätestens eigentlich noch. Mist, du hast recht. Ich muss ja noch die Herde Langhornbullen über den Fluss treiben. Mach's gut, meine Liebe. Es war wirklich schön mit dir, aber ich darf nicht bleiben, sobald es mir tut. Auf geht's, Leute, die Arbeit ruft. Lilly, tut mir leid, aber ich darf nicht bleiben. Und tu mir die Zukunft und komm bald mal wieder vorbei. Hi. Nette Leute, so, dann lass uns mal wieder nach Hause fahren. So, dann lass uns mal wieder nach Hause fahren.
Du meinst, ich soll euch in deine Kindheit kutschieren? Ja. Na dann, nichts wie los. 10 Millionen Jahre Richtung Vergangenheit und dann nichts raus. Das weiß ich doch. Obwohl, ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Dann nichts wie los. Wo sind die anderen? Hey Leute, guckt mal, Koksi ist wieder da. Ein versteinertes Fossilium, von einem Feld so schön Fossilium. Bye.
haben uns nicht mehr gesehen. Über 10 Millionen Jahre mindestens. Und was? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du schon. Du bist ja nur noch alles Gerippe. Eine Versteinerung, um genau zu sein. Und wie ist das Leben als Versteinerung? Hart, das kann ich dir sagen. Aber lass uns über was anderes reden. Über früher. Über früher? Ich dachte, wir sind früher. Hilfe, da ist ja noch jemand. Das sind doch nur Puppen. Da steht was. Das soll sein. Und das ist Koks. Und damit kann ja wohl nicht gemeint sein. Da steht was. Dritter Ross, der Büroklammern, Frühstück und Hauding, haucht zusammen mit den kleinen Kindern, zwei Drachen Koks und der Stinkensocken, Suppen und Kochen und Knusterhexe, Böh auf der eisernen Burg. Der Legende zufolge verschwanden auf einer Zeitreise. Neuere Untersuchungen beweisen jedoch, dass es weder Hexen, Drachen noch Zeitreisen gibt und dass der Ritter Ross wohl eher eine Erfindung des örtlichen Zentrums. Ach, nett. So eine Unverschämtheit. Los, drück auf die Zeitmaschine. Ich will sofort nach Hause. Wieso ich? Ich hab sie nicht. Da hast du wohl ein Zeittaxi liegen lassen. Und was machen wir jetzt? Denk mal nach. Immerhin ist es deine Schuld. Du meinst, ich soll nachdenken? Ja. Hier und jetzt? Hier und jetzt. Also... gut, ja, ich denke jetzt mal. Vorsicht, es geht los. Ich denke, mit dem Kopf. Toll! Ein Denkmal für Henry Carlos. Ja, das wird hier eins gemacht. Mit einem Schild auf welchem steht. Hier an der Nachtgedacht. Exakt an dieser Stelle. Für Besucher? Na eben, Besucher, die meine Sammlung ansehen möchten. Darf ich mich übrigens vorstellen? Professor Konradin Kusilke vom Museumsdirektor. Endlich mal ein gebildeter Mann. Und was ist das hier, wenn man mal so dumm fragen darf? Oh, das ist ein Höhlenmalder aus der jüngeren Backsteinzeit. Ich habe es erst vor kurzem übersetzen können. Eine Steinzeitfrau in einer Höhle traurig. Ja, und so rot die Augen blau. Und auf der Rest der Bau ist ein Steinzeitmann, der sie erblickt. Der war im roten Brand und fliegt an ihr nicht. Wie sehr ist er an die
Meine Burg, meine liebe eiserne Burg, wir sind zu Hause. Aber wie sieht die denn aus? Der Hof ist voller Unkraut und Dreck, als ob da ewig niemand mehr gefegt hätte. Hat auch keiner. Der Schlüssel ist verschollen und es kommt keiner mehr rein. Verschollen? Ich hab ihn noch in der Hosentasche. Eine archäologische Sensation. Wir müssen unbedingt EMC-Quadrat fragen. Ist das Ihre Burg? Gewiss. Steht sie etwa zum Verkauf? Eigentlich nicht. Schade, wir könnten sie abreißen lassen, stattdessen eine topmoderne Burg aus Gold und Edelsteinen nehmen. Aber meine eiserne Burg ist doch noch eigentlich ganz gut. Denken Sie, heute verwendet man statt einem Eisen Edelmetalle. Sehen Sie doch mal all diese Spinnenweben hier. Wenn Sie mich fragen, wird das ganze Burg auf den Müll kommen. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich hier. Dann haben Sie keinen Geschmack. Schauen Sie doch mal den Burgenprospekt mit allen aktuellen Burgen an. Es ist doch ganz was anderes und alles neu. Das sind ja super Burgen. Gibt es die da auch in Weißgold? Weißgold, Platin oder Plutonium? Eine reine Preisfrage. Und die da? Und das Spitzenmodell. Kostet aber extra. Egal, die will ich haben. Du willst doch nicht unsere schöne eiserne Burg abreißen lassen. Doch, ich habe ja Geburtstag. Und wie willst du das überhaupt? Also ist das mit 104 Stockwerken? Nee, lieber die mit 1004. Sie beweisen knapp einfach. Bist du bescheuert? Nein, ich habe ja Geburtstag. Also ist das neu und unverhofft, so wie im Katalog. Mit allen Zähnen, mit allen Zahlen und all den tollen Zahlen, die jetzt Zeit bestellen kannst. Von Tokio bis Texas, ein Meisterwerk der Techniken, ein Schloss von neuestem Stand und Größe kam.
Wie willst du es überhaupt bezahlen? Komm, mal nicht so, ja? Herr Rossi, die Burg ist ein einzigartiges Kulturdenkmal. Weltwunder, ein Schmuckstück der Archäologie. Egal, weg damit. Gut so, bitte unterschreiben Sie hier. Nein! Bloß nicht unterschreiben. Hast du sie noch alle? Hey! Lass jetzt nur meinen Vater nicht schreiben. Wenn das mein Vater ist, dann bist du meine blödgesichtige Cousine Piccolino und wenn du mich zusammen bist, spucke ich Feuer und grill dich wie eine Sonnenschleppe, du überkandiertes Spinnenbein. Sag ich gefällig ihrem Söhnchen, dass es nicht du unser Sohn sein soll. Koks! Ich finde, er hat recht. Wenn die linke Hand noch einen Blick in den Wildwest werfen möchten, Lilly kommt mit Schrotttorte essen. Da.
dazugehörige Papa Ross Tessa Scheel. Unsere Mädchen Niki heute, die Selma, was solltet ihr? Unser Barkeeper, unser Lud war heute der Julian Heike. Und unser Knallermann Revolverheld mit der coolen Hose, die Lia hier trägt. Unser Billy und unser Steinrich Versteinerung, der Simon Pelzer, der ist jetzt als Stein gestorben. Das Pferd von den Billys war heute Lorin Gilic. Und unser Professor Kussekörper, der Museumsdirektor, Marlene Graf. Unsere Immobilienmaklerin und meine Dame, Marlene Vossen. Und unser Chor, der einfach zu viele Rollen hatte, als dass man die alle aufzählen konnte. Ihr wart ja ständig unterwegs hier. Waren heute der René Flock, Sophia Kram, Kim Erber, Annika Hess, Juliana Sturm, Juliette Kelly, Ronja Schobel, Celine Siebert, Efraim Schmidt, Emma Bricki. Rachel Kelly, Annika Marquardt, Mara und Nene Scharoui, Lea Kral und Marie Breuer. Und ein ganz herzliches Dankeschön an unser Helfer-Team, die das ja alles gar nicht ging, so viel und schnell. Wir haben Johannes und die Schwestern in der Technik. Und hinter der Bühne haben super viel und klasse Mutter mitgeholfen, damit wir hier alles hinkriegen, alle Umzüge. Und natürlich unsere, wo sind denn unsere Zeittaxifahrer auch noch, ne? Wir haben ein paar Minuten hier. Wir sind gestern dabei, um unser Zeittaxi hier schnell zu gehen. Vielen Dank euch allen.